Leute und willkommen zu einer weiteren Runde PvP. Sorry, schon vor... Ach, Mist. Ja, ich mache jetzt keine neue Aufnahme, aber ich wollte einfach im Voraus sagen, dass diese Folge später gekommen ist, weil ich heute komplett verplant war und gestern auch. Weil gestern ich einerseits die Deutschklausur geschrieben habe und heute habe ich die Matheklausur geschrieben. Ich musste für beide Klausuren natürlich viel lernen. Und außerdem musste ich auch noch heute eine kleine Expedition in den Zoo machen mit meinem Kunstkurs. Und deshalb bin ich erst um 6:30 gekommen und jetzt ist 9:30. Und es ist kurz vorm Ende vom Spiel Kamerun gegen Mexiko. Deshalb will ich diese Folge schnell hochladen und einfach weiter gucken, weil das Spiel einfach mega spannend ist. Ich habe jetzt gerade schnell nach der 70. Minute abgeschaltet. Mache jetzt kurz dieses kleine Video hier, damit ihr wenigstens noch was zu gucken habt heute, weil ich habe ja eigentlich einen festen Zeitplan, den ich auch eigentlich einhalten möchte, aber ich habe es einfach am Mittwoch oder am Donnerstag einfach nicht mehr geschafft, eine Folge aufzunehmen, weil ich einfach viel zu viel für Klausuren üben möchte und musste. Aber jetzt, heute war die letzte Klausur in Mathe und jetzt kann ich 3 Wochen richtig Chilaui machen, wie immer natürlich. Und ja, da würde ich sagen, was ist eigentlich in den letzten Tagen so passiert? Also einerseits, ich habe die Mathe-Klausur geschrieben. Und gestern ist natürlich auch das erste WM-Spiel ausgetragen worden aus Brasilien, aus dem schönen São Paulo. Und das habe ich mir natürlich angeguckt. Anpfiff war um 21 Uhr und ab dann ging es mit, also dann war die Spannung wirklich nicht mehr wegzuhalten. Ich fand das Spiel sehr, sehr gut. Wie ich finde, sozusagen Kroatien war ein starker Gegner. Die haben zu Unrecht 3-1 verloren oder 1-3 verloren, denn Kroatien war in der ersten Halbzeit wirklich ein sehr, sehr guter Mitspieler gegen dieses starke Brasilien, was man eigentlich meint. Sie waren stark, aber sind sie gar nicht, denn in diesem Jahr haben wirklich nur 5 WM-Spieler gespielt, die Weltmeisterschaftserfahrung haben. Alle anderen waren komplett neu im Kader, wie zum Beispiel Marcelo, Luis Gustavo und viele weitere, auch der Torwart. Cesar hat, glaube ich, Erfahrung und einige andere wenige. Ich glaube auch noch Neymar ist auch neu dabei jetzt, das erste Mal. Und ja, sonst alle anderen, wie gesagt, alle anderen 20 Leute aus dem Kader haben wirklich keine WM-Erfahrung, nur die Spiele davon, aber haben sich einfach nicht dran losgelassen, haben den Druck wirklich widerstanden und haben wirklich ihre Klasse gezeigt mit dem 3:1. Gut, das zweite Tor von Neymar, der Elfmeter, kann man sich jetzt umschreiten, ob der jetzt gelten muss oder nicht. Aber ich habe ihn auch nicht wirklich verstanden, warum der Japaner, also der Schiedsrichter, ihn wirklich gegeben hat, weil der Elfmeter war wirklich unnötig. Und es wäre viel spannender gewesen, wenn es nach dem 1:1 wirklich noch vielleicht ein 2:1 für Kroatien oder für Brasilien gegeben hätte. Dann hat Oscar nochmal richtig ausgepackt, seine ganze Klasse gezeigt, wie gut er wirklich als Spieler Brasiliens ist und was für ein richtig guter Stürmer er ist. Und hat dann wirklich ein Ding im Alleingang wirklich reingemacht, wie gesagt. Denn er hat sofort 2 richtig gute Zweikämpfe gewonnen, hat dann zu Neymar gepasst, er hat wieder einen Doppelpass zurückgemacht. Und danach ist Oscar einfach durch 2 Leute durchgelaufen und hat mit der Picke in die linke Ecke geschossen, was ich sehr faszinierend finde. Und ja, eine kleine Enttäuschung vom Abend fand ich wirklich Hulk, denn Hulk ist eigentlich ein sehr guter Stürmer von aus Portugal, von, ich glaube, ist ein Portugal-Spieler da? Ich glaube, der Spieler. Nee, genau, der hat bei St. Petersburg gespielt und wechselt jetzt wieder. Ich weiß ja jetzt nicht, in welche Mannschaft er wechselt, aber der hat auf jeden Fall bei St. Petersburg gespielt. Er hat früher in Portugal gespielt, deshalb wusste ich nicht, das war glaube ich vor 2-3 Jahren und jetzt spielt er wieder bei St. Petersburg. Und ja, da würde ich sagen, was ist für diese Folge? Das war eine kleine Late-Night-Folge, weil ich muss die auch noch hochladen. Und da würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute, bleibt geil und ciao, ciao.